Ich bewerbe mich. Jawohl, ich bewerbe mich, weil ich die Beste für diese Stelle und auch die Billigste. Nehmen Sie mich auf Probe, nehmen Sie mich auf Unbezahlte, Unbestimmte. Vergessen, dich vorzustellen, blöde Kuh. Gar nicht guten Tag gesagt. Guten Tag. Mima Musch, das skurrile Strategietheater, findet in diesem Jahr zum 6. Mal statt. Das Konzept ist ebenso chaotisch wie genial. 30 Minitheaterstücke gibt es auf 20 Bühnen. Und das Publikum ist Teil der schrägen Performance. Hallo, bist du bereit? Ich zeig dir mein Geheimnis. Kulturbordell wird Mima Musch auch scherzhaft genannt, denn der interessierte Besucher wird dazu animiert, ein Theaterstück zu kaufen. Das sieht gar nicht so aus. Wissen Sie, normalerweise habe ich sogar Tattoos. Vor 6 Jahren waren wir die Dilettanten heutzutage, sage ich jetzt mal einfach so, sind wir die Avantgarde und setzen gewisse Momente oder gewisse Akzente darin, wie Theater sich in der Zukunft entwickeln kann. Der Ragnarhof in Wien-Otterkring. Auf 4 Etagen wird hier Theater der etwas anderen Art gespielt. Die Stücke werden zum Teil parallel aufgeführt. Spielorte, Künstler, aber auch Zuseher überschneiden einander. Das Thema in diesem Jahr ist das Glück, das Schöne und die Liebe. Klingt banal, aber das Schöne kann natürlich Unterschiedliches bedeuten. Und das Glück von Menschen, die einem fremd scheinen, überrascht und ist dann doch auch ansteckend. Der Regenwald geht kaputt, die Wirtschaft geht den Bach runter, Kriege auf der ganzen Welt und so weiter und so weiter. Jeder weiß oder jede weiß, wogegen wir sind, aber niemand weiß, wofür wir eigentlich sind. Bei Mima Musch ist alles erlaubt. Tanz, Theater oder eigenwillige Performance. Und die wiederum darf verrückt sein oder auch erotisch. Für den stimmungsvollen Ausklang der einzelnen Abende sorgen Künstler wie Louis Austin oder der Nino aus Wien. Sind Sie schon bereit, ein bisschen verrückt oder sogar ausgelassen glücklich zu sein? Dann empfehlen wir Mima Musch, das skurrile Strategietheater, jeden Freitag und Samstag bis 29. Oktober im Ragnarhof in Wien.